Der Glaube der Götter. Während sich Ominösos mehrere Tage durch die unwirtliche Unterwelt seinen Weg gebahnt hatte, hatte sich Sherak Markis indes daran gemacht, seine gewählte Aufgabe, das Beseitigen der Beißblumen in dem Warwirt-Dschungel, zu erfüllen. Als er sich von Pan Faulus verabschiedet hatte, betrachtete der Sohn des Orbitors zuerst die tropische Insel. Bereits am Strand war die erschöpfend hohe Luftfeuchtigkeit zu spüren, die aus dem dichten Regenwald zu strömen schien. Offenbar war die Insel in einer klimatischen Abnormalität gelegen, welche sich dem eigentlichen mediterranen Klima widersetzte. Riesig und imposant thronten die Avocatnussbäume vor Sherak Markis, der sich über die glimmenden Flecken am Stamm nur wundern konnte, auch wenn er sie zugleich bedrohlich als auch schön fand. Also ließ sich Sherak Markis von seinen Ohren leiten und drängte sich durch die dichte Vegetation hin zu den rauschenden Wassern. Schon bald hatte er den Ursprung des Geräuschs erreicht, doch es war nicht nur ein Fluss, sondern auch nur ein Wasserfall, an dem das Wasser fast senkrecht hinunter auf flache Kiesel prasselte. Dieser blickte der Held, als er vorsichtig die Zweige vor seinen Augen weggebogen hatte, und etwas noch Erstaunlicheres konnte er erblicken. An dem sich schnell, jedoch sanft langstängelnden Fluss befand sich eine ganze Herde von Wurmels, oder genauer gesagt, es befand sich eine ganze Schule von Wurmels an den breiten Ufern. Nicht nur, dass diese Wesen sehr selten waren, dass eine ganze Schule zu erblicken schon mehr als nur Glück war, sondern auch ihr Umgang war erstaunlich. Offenbar waren sie weitaus intelligenter, als weithin bekannt war, denn sie lagen paarweise entspannt am Ufer und genossen die erfrischende Gischt, wobei sich die Tiere zu unterhalten schienen. Ihr Gestikulieren und das abwechselnde Hervorbringen ihrer Laute, welche auf liebliche Weise sanft und dennoch weise widerhalten, wirkte mehr wie ein konstruktives Gespräch als das zufällige Hervorbringen von einem. Das gemütliche Treiben nahm jedoch abrupt ein Ende, als ein großes Weibchen mit besonders langer Mähne und einem fast goldenen Fell die Gruppe betrat und in Richtung Sherak Markis blickte. Offenbar hatte sie den Beobachter bemerkt und stieß einen kurzen Ton von sich, auf dem sofort alle Mitglieder der Schule über den Fluss, der nur wenige Zentimeter hoch war und durch ein flaches Kiesbett gut begehbar war, eilten, um gleich darauf in den dichten Wald zu verschwinden. Schade, brachte Sherak Markis hervor, welcher die bezaubernden Tiere mit großer Faszination beobachtet hatte. Langsam trat er aus seinem vermeintlichen Versteck heraus und kauerte sich an den Fluss, um aus diesem zu trinken. Als er seinen Durst gestillt hatte, setzte er sich ans Ufer und zog seine Sandalen aus, um seine Füße im kühlen Nass zu baden. Er genoss diese Pause und betrachtete den Regenbogen, welcher am Fuß des Wasserfalls durch das aufspritzende Wasser gebildet wurde. Die Sonne schien gerade ihren Zenit erreicht zu haben und bei der größten Hitze des Tages tat eine kleine Abkühlung mehr als nur gut. Zugleich gab es dem Helden die Möglichkeit, sich seinen nächsten Schritt zu überlegen. Ohne groß darüber nachzudenken, zog er den einzigen logischen Schluss. Er würde den Fluss verfolgen, denn dort hoffte er schnellstmöglich die Lichtung zu finden. Nachdem er einige Zeit pausiert hatte, zog er sich wieder seinen Sandalen an und setzte seinen Plan in die Tat um und erreichte nach etwa eine halbe Stunde des Marsches flussabwärts eine markante Stelle. Zu seiner Rechten bemerkte er, dass das Ufer wortwörtlich ausuferte und sich in den Wald hinein auszudehnen schien. Aus irgendeinem Grund wollte an dem Fluss offenbar nichts wachsen, außer Gras, und als er einige Schritte auf die kahlen Stellen trat, wo er eigentlich Wald erwartet hätte, bemerkte er, dass der Boden ganz feucht war. Offenbar lag es wirklich am Wasser. Das Ufer reichte etwa 100 Meter in das Innere des Waldes. Sherak Markis begab sich an die Stelle, wo der Wald wieder begann, und spähte an den dicht getränkten Bäumen vorbei und sah eine dicht bewucherte Stelle, auf der zwar weder Farne noch Bäume, wohl aber Venusfliegenfallenartige, etwa kopfgroße Blumen mit gelben Blüten sich häuften. Die langen Stacheln an den Schnappfallen der Blumen ließen zumindest optisch darauf schließen, dass es sich wohl um die besagten Beißblumen handeln musste. Sherak Markis zückte sein Schwert und trat vorsichtig zu dem Beißblumenfeld, welches bewegungslos verharrte. Dort angekommen, holte er mit seinem Schwert aus und hackte mit einem vertikalen Streich einige der Beißblumenköpfe ab. Dies erwies sich sehr schnell als eine sehr unbedachte Handlung, denn auf einmal verhielten sich die Blumen ganz anders, wie man es vermuten mochte. Sprungvoll rissen sie ihre Wurzeln aus dem Boden und sprangen den Helden entgegen und rissen gefährlich ihre Mäuler auf. Ein Hieb mit dem Schwert halbierte drei der vegetativen Angreifer, doch da mehrere Dutzend auf ihn zuhielten, konnte er sich nur noch mit einem Sprung nach hinten retten. Doch auch dies vermochte noch lange nicht alle Angreifer abzuwehren.
Einige der Weißblumen hatten ihn am Bein erwischt und sich mit ihren Klauen eingebissen. Zwar war ihr Biss nicht stark genug, sehr tief einzudringen, doch die zahlreichen Klauen im Bein schmerzten den Helden sehr. Erneut schlug er auf die Biester auf seinem Bein ein und tötete sie mit einem Streich, doch die Zähne blieben haften, ähnlich wie Dorn. Ungestüm drangen neue Angreifer vor und sprangen in Richtung des Helden, der reflexartig seine Hand vor sein Gesicht hob, während er mit der anderen blind vor sich hinschlug und so zwar einige traf, jedoch viel zu wenige, um sich zu retten. So war er in Sekundenschnelle von den Pflanzen belagert und wandte sich schmerzhaft am Boden, wie ein Wurm, und dachte an sein Ende, da er sich auf einmal so müde und kraftlos fühlte. Bevor er seine Augen schloss, erschien ihm vor seinen Augen verschwommen das Bild der imposanten, goldenen Wurmelin, ehe er den Verlust allen Schmerzen spürte und friedlich seine Augen schloss und sich der starken Müdigkeit ergab. Es war dunkel. Er spürte nichts. Außer dass er in die Tiefe zu stürzen schien, jedoch drang kein Lichtstrahl hervor, so dass er ein Ende oder ein Anfang hätte erblicken können. Sekundenschnell eilten kleine Gebilde an ihm vorbei, die sich wie Blätter anfühlten, bis auf einmal der Fall sich zu verlangsamen schien. Nach einigen gefühlten Minuten kam der Held schließlich sanft zum Erliegen. Er spürte einen harten und unebenen Untergrund, der jedoch nicht ungemütlich wirkte. Auf einmal schienen seine Sinne langsam wiederzukehren. Zuerst zaghaft, doch dann immer deutlicher glaubte er ein Rauschen zu hören und eine fließende Bewegung um sich herum zu erfüllen. Sie war kalt, aber angenehm und erfrischend. Auf einmal glitt etwas Kühles in seinen Rachen, die Speiseröhre hinab bis in den Magen. Er schluckte instinktiv und sah in weiter Ferne über sich einen Lichtpunkt, der immer größer wurde und näher zu kommen schien. Das Licht blendete ihn und zwanghaft kniff er für einige Sekunden die Augen zusammen. Als er sie wieder öffnete, war die Dunkelheit verschwunden. Ein blauer Himmel mit wenigen Wolken kam zum Vorschein, an den die Sonne blendend Licht spendete. Er blickte zu seinen Füßen hinab und erkannte, dass er sich in dem flachen Kiesbett des Flusses im Verra-Dschungel befand. Das also war die kühle Sache, die er gespürt hatte, als sie ihn umfloss. Da sein Kopf noch immer schmerzte, wie als wenn er einen schlimmen Kater hatte, und seine Muskeln ihm nur widerspenstig und langsam gehorchten, drehte er seinen Kopf zur Seite, wo er die Wurmelschule entdeckte. Es waren an die 2 Dutzend dieser edlen Geschöpfe und in wenigen Meter Entfernung, auf dem Hintern hockend und mit den Vorderpfoten sich aufrecht aufstützend, befand sich die goldene Wurmelin mit ihren wallenden Mähne und blickte den Helden sorgsam an. Er hat die Augen geöffnet. Der Mensch erholt sich langsam, sprach das Alpha-Weibchen in ihrer edlen und weisen Art. Zwar war die Stimme für ein Weibchen sehr tief, aber dennoch wirkte sie sehr feminin und selbstsicher. Ihr könnt reden? Brachte der Held geschwächt hervor. Wir beherrschen viele Sprachen, auch die der Menschen, entgegnete das Weibchen. Heracmarcus blinzelte verwirrt und runzelte sorgsam die Stirn und fragte sich, ob er jetzt vollkommen verrückt wurde. Doch schnell beruhigte ihn die Wurmelin, indem sie erklärte: Fürchte dich nicht. Du bist bei uns in Sicherheit. Wir haben dich vor den Weißblumen gerettet. Sag, kannst du uns erzählen, was dieser törichte Heldenmut sollte? Noch immer schmerzte Heracmarcus Kopf sehr, doch seine Muskeln schienen ihm wieder zu gehorchen, weshalb er sich in den Schneidersitz hinsetzte und sprach: Ich bin beauftragt, die Weißblumen zu beseitigen. Allerdings habe ich nicht erwartet, dass diese laufen können. Solche Pflanzen sind mir völlig unbekannt. Doch nur weil ihr Menschen etwas nicht kennt, heißt es doch noch lange nicht, dass es nicht sein kann, oder? Erwiderte die Wurmelin weise. Heracmarcus stand nicht der Sinn danach, über diese Aussage nachzudenken. Ihm bereitete die Situation schon genügend Kopfzerbrechen, weshalb er sprach: Ich erinnere mich nur noch, dass mich auf einmal eine ganze Horde dieser botanischen Bosheiten attackiert hatten und mich in Windeseile überwältigten. Am Anfang tat es sehr weh, doch dann wurde alles so friedlich. Ich dachte schon, um mich wäre es geschehen. Die Wurmelin putzte sich mit einer ihrer Vorderpfoten hinter den Ohren und sprach dann: Das wäre es auch beinahe. Das friedvolle Gefühl ist nur die Wirkung eines sehr heimtückischen Giftes dieser Pflanzen. Es lähmt die Muskeln und setzt die Nervenleitung außer Kraft, sodass man sich nicht mehr bewegen kann und alle Sinne schnell verliert. Daher dieser komische Traum.
Ich hatte mich schon gewundert, was geschehen war, aber offenbar scheint das Gift nicht lange zu wirken. Meine Muskeln gehorchen mir wieder und bis auf einige Kopfschmerzen geht es mir mental eigentlich auch wieder gut. Sinnierte der Held. Ziehe nicht so voreilige Schlüsse, kleiner Mensch mit großem Herzen. Das Gift wirkt lang und stark. Nur das Wasser der heiligen Quelle kann es heilen und neutralisieren. Erklärte die Wurmelin höflich mahnend und schüttelte ihre wallende Mähne. Hierakmakis blickte nach unten und sammelte etwas des Wassers in seiner hohlen Hand, um es zu betrachten. Tatsächlich glaubte er, ein spezielles Glitzern wahrzunehmen, wobei er fasziniert sprach: Es glitzert! Ja, das liegt an dem magischen Harz der Avacatnussbäume, welches ab und an in den Fluss gelangt. Es ist zugleich Heilmittel wie auch Herbizid. Nur die Avacatnussbäume und Gras können dem Harz widerstehen. Erläuterte das Alpha-Weibchen. Hierakmakis drehte sich zu der Stelle um, an der nur Gras wuchs, und sprach dann verwundert: Doch warum wächst dann bei den Weißblumen nur Gras und keiner dieser Bäume? Da, wo du dich siehst, da wurzelten die Weißblumen. Ihr Gift dringt in den Boden ein und macht ihn fast unfruchtbar, sodass nicht einmal die Avacatnussbäume dort gedeihen können. Daher kämpfen wir Wurmels gegen die Weißblumen, damit sie nicht den ganzen Wald und damit unsere Heimat zerstören. Sprach die Wurmelin. Hierakmakis strich sich mit Daumen und Zeigefinger über das Kinn, so als hätte er einen kleinen Ziegenbart, und sprach dann nach einigen Überlegen: Das macht uns zu Verbündeten. Wir beide wollen die Weißblumen loswerden. Einen gemeinsamen Feind zu haben, schweißt noch lange kein Bündnis. Erwiderte das Weibchen gelassen und etwas kaltherzig. Ich schaffe es nicht ohne eure Hilfe. Und ihr offenbar auch nicht. Sonst wäret ihr sie ja schon losgeworden. Sprach Hierakmakis bittend. Doch die Wurmelin empfand diese Behauptung als beschämt und erwiderte daher kühl, wobei sie sich umdrehte: So dankt der Mensch uns also seine Rettung. Wir gehen! Die Schule eilte von dann, doch so schnell wie Hierakmakis nur konnte, stand er auf und rief ihnen nach: Ich danke euch, es war nicht so gemeint. Ob ihr es wollt oder nicht, aber ich stehe auf eurer Seite. Doch seine Worte bewirkten nichts. Die scheuen Tiere verschwanden im Gestrüpp und ließen Hierakmakis alleine zurück, welches sich ans Ufer setzte und zu sich selbst sprach: Warum finde ich auch nie die richtigen Worte? Wäre Panfaulus hier gewesen, er hätte mit seinen weisen Ausführungen sie sicher zu unserer Unterstützung gewinnen können. Da wollte ich ihnen doch nur helfen. Er legte sich hin und bemerkte dabei, dass die zahlreichen Wunden an seinem Körper fast verheilt waren. Viel schneller, als es normalerweise der Fall war. Das Wasser schien wirklich über erstaunliche Heilkräfte zu verfügen. Da er nun wieder auf sich alleine gestellt war, sann er darüber nach, wie er die Weißblume kämpfen sollte. Schnell wurde ihm klar, dass die Lösung nur in dem magischen Harz der Avacatnussbäume liegen konnte, und schnell schmiedete er einen Plan. Er begab sich in den Wald und halbierte die Nüsse der Bäume, die er auf dem Boden fand. Vorsichtig kostete er das Innere und stellte fest, dass es wie Lebkuchen schmeckte, den er schon immer gerne aß. Die ausgehöhlten Nussschalen verwendete er dann als Transportgefäße, die er mit dem Harz füllte. Überall dort, wo er auf eine große Galle traf, zückte er sein Schwert und stach sie an, um das Harz zu erhalten. Nachdem er einige Nussschalen gefüllt hatte, brachte er sie an das Ufer des Flusses. Da er wusste, dass die Weißblumen sich bewegen konnten, wollte er den vorteilhaften Boden nutzen, auf den sich die Blumen nicht mehr bewegen konnten, und so eine sichere Rückzugsmöglichkeit haben. Anschließend ging er zurück in den Wald und schälte von einigen der Bäume die Rinde ab, um auch diese zu seinem improvisierten Lager zu bringen. Als letztes holte er sich noch einige der sehr biegsamen und elastischen Farne. Als er alles zusammen hatte, arbeitete er bis in die Nacht hinein an der Erfüllung seines Plans. Als der grüne Mond in seinem Zenit stand, war Hierakmakis endlich fertig. Er hatte in die Rindenstücke mit seinem Schwert provisorische Ösen gestochen und die einzelnen Stücke mittels der Farne miteinander verbunden, sodass er eine Vollkörperrüstung hatte, die nur noch seine Augen freigab. Da alle Versuche, eine Hose zu formen, fehlschlugen, hatte er sich dafür entschieden, die Rindenstücke von der Hüfte abwärts weit hinabhängen zu lassen, sodass es wie ein langer, wallender Rock wirkte. Schlussendlich hatte er seine Rüstung mit dem Harz übergossen. Dies gab nicht nur einen elastischen Zusammenhalt, sondern auch die gewollte Resistenz gegen die Weißblumen. Erschöpft legte sich der Held nahe des Ufers zur Ruhe
ohne auch nur annähernd bemerkt zu haben, dass die Wurmels mit Interesse seine Bemühungen betrachtet hatten. Als der Murken schließlich kraute, erfrischte sich der Held mit dem kühlen Wasser des Flusses. Nun fühlte er sich bereit, sich dem Heer der Weißblumen zu stellen. Tapfer marschierte er zu der Stelle und sah, dass die paar Blumen, die er getötet hatte, schon mehr als nachgewachsen waren. Noch einmal atmete er kurz durch, ehe er mit Kriegsgebrüll inmitten der Pflanzenmasse sprang und mit seinem Schwert das Unkraut jätete. Wieder sprangen die Pflanzen auf ihn zu, doch kaum hatten sie die klebrige Rüstung berührt, verstarben sie sogleich durch das Herbizid, während Heragmarkes weiter tapfer alles kurz und klein schlug, was ihm in den Weg kam. Erst als seine Bewegungen deutlich schwerer fielen, bemerkte er einen tückischen Fehler in seinem sonst so genialen Plan. Die anklebenden Blumen hafteten sehr an seiner Rüstung und erschwerten damit massiv das Gewicht, sodass er sich schon bald nicht mehr bewegen konnte. Schlimmer noch, die toten Pflanzen, die sich auf dem Harz befanden, verdeckten dieses und gaben so ihren Artgenossen die Möglichkeit, auf Heragmarkes unbeschadet zu springen, und so gut auch die Rüstung war, als er, durch das schwere Gewicht bedingt, umfiel, wurden außer den Augen und den freien Händen noch die Beine angreifbar. Wieder lag er am Boden und spürte die zahlreichen Spitzen, die ihn durchbohrten, und ohne auch nur in der Lage, zu einer Bewegung zu sein, musste sich Heragmarkes dem Schicksal hingeben und spürte schon bald die erneute Wirkung des Giftes, als er friedlich die Augen schloss. Als er sie wieder öffnete, kam es ihm fast vor wie eine Wiederholung. Wieder einmal hatte er viel Glück gehabt und ward von den Wurmels gerettet worden, auch wenn diesmal nur die Wurmelin vor ihm hockte und sprach: Das war sehr knapp, Mensch. Sei froh, dass wir dich wieder gerettet haben. Ich danke euch. Offen gestanden habe ich nicht mit einer nochmaligen Rettung durch euch gerechnet, so wie ich euch das letzte Mal aus Versehen erzürnt hatte. Antwortete der Held, der sich wieder am Fluss befand und bemühte, die Rüstung von sich zu streifen. Dein Einfallsreichtum imponierte uns sehr. Nur weil wir neugierig waren, haben wir dich verfolgt und dein Treiben beobachtet. Beinahe hättest du ja Erfolg gehabt. Flüsterte das Weibchen ihm bei. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass es nicht viel einfacher wäre, wenn wir uns zusammentun würden? Mit meinem Einfallsreichtum und eurer Weisheit können wir locker gewinnen. Erwiderte Heragmarkes bittend und hoffte, dass er diesmal die richtigen Worte gefunden hatte, doch erneut kehrte sich die Wurmelin um, jedoch blickte sie mit einem verschmitzten Grinsen zurück und sprach fast witzelnd: Dann würden wir doch der großen Freude beraubt werden, dich zu beobachten. Ihr seid sehr erheiternd. Mit diesen Worten sprang sie erneut auf und davon und ließ Heragmarkes zurück, der endlich die zerfetzten Reste der Rinde samt Weißblumen abgestreift hatte und sich wieder an den Fluss setzte und dabei sprach: Was bin ich denn? Schauspieler oder gar Schausteller? Er nahm einen der flachen Kiesel und ließ sie über den Fluss springen, ehe er sprach: Mich beobachten. Als wenn dieses Vergnügen wichtiger wäre als die Erfüllung dieser wichtigen Aufgabe. Als er dies sprach, hörte er auf einmal abrupt auf und musste sofort daran denken, wie gern die Leute in seiner Heimat sich durch Vergnügung von ihrer Arbeit abhalten ließen. Und daher sprach er dann einsichtig: Nun, wenn man nur Arbeit kennt, verliert diese wohl an Bedeutung. Daher ist Vergnügen wohl gleich wichtig. Schade nur, dass ich die Vergnügung darstellen muss und aber mein Leben zu riskieren habe. Wieder legte er sich hin und musste sich wohl oder übel einen neuen Plan ausdenken. Vielmehr, um das Vertrauen der Wurmels zu gewinnen, als im Alleingang die Weißblume zu beseitigen. Nach zwei Nahtoderfahrungen war Heragmarkes bewusst, dass er dies alleine wohl kaum zu vollbringen mochte. Und wieder küsste ihn die taktische Muse und verlieh ihm eine taktische Eingebung. Solange er sich auf der Graslandschaft befand, konnte ihm kein Leid geschehen. Was also war die logische Lösung? Genau, er musste einen Weg auf Distanz finden und wieder boten sich die Gegebenheiten der Natur als hilfreich an. Sofort machte er sich an die Arbeit und sammelte einige der Nüsse, wo er gleich in den Genuss kam, ihr leckeres Inneres zu verspeisen. Am Fluss angekommen, füllte er die Hälfte mit Wasser auf und verband sie dann anschließend wieder zu einer gesamten Nuss, indem er die Naht mit Rinde und ein wenig Harz versiegelte. Nachdem er so eine ganze Menge an Munition präpariert und an das Ufer des Flusses nahe der Weißblume gebracht hatte, hackte er mit seinem Schwert einige der Äste der Bäume ab und baute eine Art große Schleuder, wobei er das Rinde, aufgeweicht und elastisch verklebt mit dem Harz, als Gummi zum Spannen und Abfeuern benutzte,
während er die übergroße Schleuder fest in den Boden gerammt und auf sein Ziel ausgerichtet hatte. Ein Blick gen Himmel offenbarte dem Helden, dass er noch einige Stunden hatte, ehe es dunkel werden würde. Also noch lange genug, ehe es zu gefährlich für einen Angriff war. Er zielte genau und spannte dann eine der Nusskugeln in die Schleuder ein und feuerte direkt mit seiner primitiven Artillerie in das Feld. Ein lauter Aufprall, gefüllt von einem Platschen wie bei einer zerplatzenden Wasserbombe, offenbarte, dass seine Munition wie gewünscht funktionierte. Auch das schmerzhafte Aufquiegen der Pflanzen ließ die Effizienz deutlich hörbar spüren. Der nächste Kanonenschlag folgte und traf offenbar wieder mitten ins Schwarze. Dies verlief ungefähr 4 Schüsse lang gut und schon als der Held sich sicher war, eine effiziente Lösung gefunden zu haben, spürte er schnell Gegenwehr. Auf einmal schossen hunderte von Nadeln in einem flachen Bogen aus dem Wald, viel zu viele, um ihn auszuweichen. Sie deckten ein großes Feld ab und trafen daher auch mehrfach Heragmarkes, der erneut mit der schnellen Wirkung des Giftes konfrontiert wurde und mit sanften Lächeln schlummernd zu Boden ging. Als er die Augen öffnete, stellte er zu seiner Beruhigung fest, dass die Wurmels ihn erneut in den rettenden Fluss gezogen hatten. Diesmal stand wieder die ganze Schule vor ihm, als er matt sprach: Es hätte beinahe geklappt. Wir sind es langsam leid, dich ständig zu retten und uns deinetwegen in Gefahr zu begeben, sprach das Alpha-Weibchen. Verstehe schon. Ihr wollt mir damit sagen, dass ihr mich diesmal das letzte Mal gerettet habt, erwiderte Heragmarkes, so lässig es nur mit den stechenden Kopfschmerzen ging. Nein, wir wollen damit sagen, dass wir uns entschieden haben, mit dir gemeinsam gegen die Beißblumen vorzugehen. Du scheinst ein kluger Stratege zu sein, wenn auch mit närrischem Mut, antwortete die Wurmelin. Heragmarkes setzte sich in den Schneidersitz und betrachtete verwundert das Alpha-Weibchen, welches sich daraufhin demütig vor ihm flach hinlegte und ihre Artgenossen ihresgleich taten, als sie sprach: Wir erwarten eure Pläne, ehrenwerter Stratege, der uns von den Göttern gesandt wurde. Freudig blickte Heragmarkes drein, ob seiner neuen Verbündeten, und sprach: Nur nicht so demütig, wir sind jetzt Verbündete und haben die gleichen Rechte. Lasst uns morgen gemeinsam nach einer Lösung suchen. Ich bin heute fast zweimal gestorben und daher doch ziemlich erschöpft. Die Wurmels erhoben wieder ihre Häupter und ihre Anführerin sprach: Wohlan, so sei es. Doch eine Frage gestattet mir doch bitte noch. Wie lautet euer Name? Heragmarkes. Und ihr seid? Erkundigte sich der Held. Vila, antwortete die Edle sanft und offenbart auch sehr erfreut über das offenbar wahre und nicht geheuchelte Interesse des Sohnes von Orbitos, welcher müde gähnte und erwiderte: So wünsche ich euch und eurem Gefolge eine gute Nacht, Vila von den Wurmels. Ich werde mich jetzt hinlegen, wenn es für euch okay ist. Vila nickte und sprach dabei: Ruht euch aus, damit ihr morgen wieder voller Tatendrang seid. Auch wir werden uns bald zur Ruhe begeben. Mit diesen Worten kehrte sie dem Helden langsam den Rücken zu und Heragmarkes machte sich an einem etwas feuchten Fleckchen des Ufers gemütlich. Als er so auf der Seite lag und langsam wegdöste, beobachtete er noch die anmutigen Wesen, die sich so sehr an seinen vermeintlichen Bemühungen, oder besser an seinem Scheitern, ergötzt hatten und nun bereit waren, ihm zu helfen. Sie waren so anders als Menschen. Auf ihre Art und Weise war ihr Humor grausam und damit doch leider auch etwas menschlich geprägt. Aber ihr Umgang untereinander war so harmonisch. Fast immer waren sie in Pärchen unterwegs und schienen ihren Partner nie aus den Augen zu lassen und nie gab es Streit. Und alleine das schien ihnen zu genügen, um glücklich zu sein. Wie schade, dachte Heragmarkes während des Einschlafens noch bei sich, dass Menschen so sehr darauf bemüht sind, etwas zu schaffen und auch, wenn es nur der krampfhafte Versuch ist, Glück zu finden, dass sie darüber hinaus leicht an der wahren Harmonie und Glückseligkeit, die in Geduld und Vertrauen erwächst, vorbeieilen und sie so nicht nur nicht erreichen, sondern auch alle schönen Dinge übersehen, die am Wegesrand stehen und besondere Aufmerksamkeit bedürfen, um ihre schlichten Allgegenwärtigkeit, Magie und Bewunderung abzuverlangen. Ereignislos verstrich die laue Nacht unter den aufmerksamen Ohren des Wurmels, welche sie sogar in der Nacht aufgestellt hatten, um auf etwaige Gefahren sofort reagieren zu können. Als Heragmarkes am nächsten Tag erst gegen Mittag erwachte, waren die Wurmels bereits wach gewesen und tummelten sich am Fluss.
Einige trugen Nüsse aus dem Wald herbei, damit die Schule genügend zu essen hatte. Doch die meisten genossen ihre Lebenszeit kuschelnd und schmusend am Fluss. Mila wachte über Herakmakels Schlaf und bemerkte daher auch sofort, dass er die Augen sanft geöffnet hatte und sprach zu diesen sogleich: Guten Morgen, Herakmakes. Das Volk der Bieler wartet schon den ganzen Morgen auf dein Aufwachen, um mit dir die Strategie zu besprechen. Offenbar kam Vila immer direkt und ohne unnötige Umschweife auf das Thema. Zum Glück gehörte Herakmakes zu den Menschen, deren Aufwachphase nicht einmal ein Liedschlag dauerte, sodass er fast sofort nach dem Aufwachen vollkommen aufmerksam war und daher, nachdem er sich kurz gestreckt hatte, erwiderte: Guten Morgen, Vila. Es ist ja schon taghell. Er blickte zur Sonne und sah, dass sie sich dem Zenit näherte, weshalb er hinzufügte, wobei er langsam und gemächlich aufstand: Es ist ja schon fast Mittag. Ich muss erschöpfter gewesen sein, als ich gedacht hatte. Vila, in ihrer typisch sitzenden Position, betrachtete den Helden gelassen, aber aufmerksam und wusste nicht, was sie erwidern sollte, weshalb sie abwartete. Herakmakes blickte sich um und kratzte sich am Kopf, ehe er sprach: Ein Plan. Auf jeden Fall sollten wir den Nahkampf vermeiden. Diese Beißblumen sind unglaublich schnell und uns weit an Zahl überlegen. Er setzte sich im Schneidersitz hin und stützte seinen Kopf auf seine Hand und sinnierte laut: Leider können sie sich auch auf Distanz verteidigen. Wir können sie nur mit einer guten List bezwingen. Und das Einzige, was wirklich effizient gegen sie ist, ist das Wasser oder vielmehr der Baumsaft. Aber wie bekommen wir sie nur dazu, dass sie alle gleichzeitig damit in Kontakt kommen? Man müsste sie irgendwie in den Fluss locken, doch darauf werden sie nicht reinfallen. Auf einmal schnipste er frohlockend mit seinen Fingern und erhob sein Haupt, um Vila direkt anzuschauen und freudig zu sprechen. Vila, ich hab es! Ein Prophet sprach einst, wenn der Prophet nicht zum Berg kommen kann, dann muss halt der Berg zum Propheten kommen. Wir müssen also die Pflanzen nicht in den Fluss locken, wenn wir den Fluss auch direkt zu ihnen bringen können. Was meint ihr damit? Erkundigte sich die Wurmelin aufmerksam. Herakmakes stand auf und sprach voller Enthusiasmus: Wir werden mit einigen Baumstämmen und mit etwas Lehm einen Kanal bauen, der in einem Sammelbecken endet. Dazu müssen wir lediglich am Fluss entlang eine kleine Barrikade errichten und um das Waldstück, wo sich die Beißblumen befinden, diese Barrikade fortsetzen. Wenn es soweit ist, stauen wir das Wasser nach dem Wasserfall und errichten gleichzeitig einen Damm am normalen Flusslauf. Wenn wir dann den Damm, der das Wasser am Wasserfall anstaut, einreißen, wird das Wasser schnell unseren geänderten Flusslauf, also unserem Kanal, entlang fließen und in dem Sammelbecken sich anstauen, sodass die Beißblumen damit überschwemmt werden. Mila blickte nachdenklich nach unten und erhob nach kurzem Bedenken des Vorschlags wieder ihr Haupt und sprach, wobei ihre Ohren nach vorn und hinten aufgeregt zu kippen schienen: Das klingt nach ziemlich viel Arbeit. Und eigentlich möchten wir, dass der Fluss weiter so fließt wie bisher. Das wird er auch weiter. Sobald die Beißblumen ertrunken sind, zerstören wir den anderen Damm und die Barrikaden, sodass der Fluss sich seinen eigenen Weg suchen kann. Erwiderte der Held voller Tatendrang: Nun, dieser Plan scheint gut und ohne Fehler zu sein. Aber dies ist eine Aufgabe für einen Menschen, nicht für Wurmels. Erwiderte Vila weise. Herakmakes winkte ab und sprach aufmunternd: Ach, wir sind doch alle würdig, eine Gefahr zu bekämpfen. Lasst euch nicht von falschem Stolz oder falscher Demut lenken. Darum geht es auch nicht. Wir haben einfach keine Finger, geschweige denn einen Daumen, um Werkzeuge benutzen zu können. Deswegen ist das eine Aufgabe für einen Menschen. Entgegnete das Alpha-Weibchen gelassen und weise. Und da Herakmakes seinen Denkfehler, der so simpel in seiner Natur war, bemerkte, wurde er leicht rot um die Wangen und sprach leicht beschämt: Ja, da habt ihr recht, das habe ich nicht bedacht. Aber ihr könnt mir trotzdem helfen, während ich das Holz schlage. Könnt ihr ja zumindest die Stämme und Äste zu dem Fluss ziehen und sie mit Lehm abdichten. Dazu braucht ihr ja keine Werkzeuge. Vila hob ihre linke Vorderpfote, um sie sich zu putzen. Und als sie fertig war, sprach sie: Einverstanden, so machen wir es. Dann fange ich sogleich an! Erwiderte der Held fröhlich. So wie wir auch.
antwortete Vila und drehte sich zu ihrem Artgenossen um und stieß einen Ruf aus, der sinnlich und wie eine ferne Melodie der Sterne klang. Der Klang war kaum zu beschreiben und vielleicht nicht für Menschenohren erdacht, aber man stellte sich vor, dass Harfen und Panflöten sprechen könnten, und wenn alle Harfen und Panflöten gleichzeitig es schafften, den mit Sternen bemalten Nachthimmel, an dem alle fünf Monde gleichzeitig thronten und ihre magischen Lichter vermischten, so dass es wie dünne Nebel inmitten von Nordlichtern erschien, innerhalb von 2 Sekunden dieses Wunder so zu beschreiben, dass alle Sinne betört wurden, dann hatte man eine ungefähre Vorstellung davon, wie harmonisch und mystisch dieser Ruf von Vila klang, auf den hin sich alle Artgenossen zu ihr gesellten, um den Plan zu lauschen. Herakmarkes war von dem sindischen Ruf derart betört, dass er einige Sekunden zu keiner Handlung mehr fähig schien. So viel Zufriedenheit und Harmonie durchströmte seinen Geist, dass er etwas spürte, wovon er durch seinen weisen Lehrer wusste, dass es für einen Menschen nicht erreichbar, wenn auch erstrebenswert war, wunschlos glücklich zu sein. Doch dann fasste er sich wieder und ging einige Meter in den Wald. In seinem Kopf versuchte er, sich an den Klang des Geräusches zu erinnern, doch es wollte ihm einfach nicht gelingen. Er stellte sich vor einen der Bäume und zog sein Schwert hervor. Nicht das beste Werkzeug, um Bäume zu fällen, aber seine einzige Alternative. Was die Klinge nicht zu schaffen vermochte, kompensierte er mit seiner Muskelkraft. 2 Hiebe genügten, um eine Kerbe in den Baum zu schlagen, die fast bis in die Mitte reichte. Der Rest wurde von seinen Muskeln im Alleingang bewältigt, indem er die Kolosse mit einigem Schweiß umstieß. Praktisch dabei war, dass sie manchmal einige kleinere Artgenossen erwischten und sogleich mit sich rissen, was die Arbeit deutlich vereinfachte. Allerdings bemerkte der Held schnell, dass er mit dieser Arbeit sein Schwert überforderte. Nach wenigen Bäumen hatte das widerspenstige Holz die Klinge dermaßen stumpf gemacht, dass er damit nicht einmal mehr seine Haare hätte kürzen können. Doch die flachen Kiesel des Flusses mit ihren rauen Oberfläche waren gut zum Schärfen, sodass er sein Schwert so immer wieder neu schärfen konnte. Zwar hatte er es am Anfang so sehr übertrieben, dass die Klinge, von der Breitseite aus betrachtet, durch die starke Reibungshitze eine schlangenförmige Deformation erhalten hatte, doch das beeinträchtigte in keinster Weise die Effizienz. So verging der Tag schnell mit den vielen körperlichen Arbeiten. Während der Held das Holz schlug, transportierten die Wurmels, indem sie gemeinsam an den Zweigen der Bäume mit ihren Mäulern zogen, die Stämme zu dem Fluss und befestigten und verklebten Stämme und Boden mit Lehm, sodass schnell eine Barriere entstand. Die Arbeit dauerte bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages an, und als endlich alles bis auf die Dämme fertig war, legten sich die erschöpften Arbeiter zur Ruhe, um am nächsten Tag erst gegen Mittag aufzuwachen und die Dämme zu errichten. Diesmal mussten die Wurmels koordiniert arbeiten. Die Dämme mussten etwa beide gleichzeitig fertig werden. Würde der erste viel früher fertig werden, so würde das Wasser zu sehr angestaut werden und den zweiten, noch unfertigen Damm, sogleich wegreißen, ohne in das Becken zu fließen. Würde der zweite viel früher fertig werden, so wird sich das Wasser vor diesen und nicht schon am Wasserfall anstauen und der Wasserspiegel würde langsam ansteigen, sodass die Weißblumen noch rechtzeitig die Flucht ergreifen könnten. Daher schlug Herakmarkes zuerst 2 Baumstämme fast passgerecht zusammen und navigierte dann die Wurmels. So gelang das präzis abgestimmte Meisterwerk und das Wasser begann sich am Wasserfall anzustauen. Erwartungsfreudig hockte die Schule samt Herakmarkes am Ufer nahe des ersten Damms, wobei Vila mit einigen anderen Wurmels auf der anderen Seite des Ufers wartete, um den Damm schnell zerstören zu können. Als das Wasser nach weniger als einer Stunde fast die gesamte Höhe der Barrikade, die Herakmarkes etwa bis zu den Schultern reichte, erreicht hatte, rief dieser: Es ist soweit! Zerstört den Damm! Daraufhin zogen alle an den Zweigen und Ästen, welche extra überstehend gelassen wurden, um schnell einige Löcher in den Damm reißen zu können, und schufen so einige kleine Öffnungen im Damm. Der hohe Druck des Wassers, die unsichtbare und gar nicht magische Kraft, die diesem Medium innewohnt, erledigte den Rest. Mit aller Macht drückte das Wasser erst einige der Lehmverkleisterungen heraus und riss schließlich auch die Baumstämme mit, um sich sogleich in einer großen Welle, die von dem Kanal geleitet wurde, auszubreiten. Die Welle teilte sich bei der Abzweigung des Kanals in Richtung des zweiten Damms, welcher den Druck etwas bröckelnd widerstand, während der Rest der Welle plangemäß dem Kanallauf folgte und so in das Sammelbecken strömte, in dessen Zentrum die Weißblumen wuchsen, und diese so schnell überkam, dass sie zwar verzweifelt in die verschiedensten Richtungen sprangen, aber dennoch immer mit einer Landung im kühlen Nass endeten und dort sofort vergingen. Freudig riefen alle: Hurra! Und machten sich zum zweiten Damm auf, um diesen zu zerstören, damit das Wasser wieder seinen gewohnten Weg fließen konnte.
Als dies vollbracht war und das Becken sich leerte, kam eine gereinigte Insel aus frischem Gras zum Vorschein. Nicht eine Beißblume wuchs mehr dort und somit hatte Herr Markus seine Aufgabe erfüllt. Das Volk der Wurmels ist euch zum Dank verpflichtet, sprach Vila zu Herak Markus, nachdem auch der zweite Damm zerstört worden war. Er legte die Hand auf die Schulter des edlen Tiers und sprach: Dankt nicht mir, alleine hätte ich das nicht geschafft. Wir haben zusammen eine Lösung gefunden. Für ein Problem der Wurmels? Ja, erwiderte Vila weise. Nein, es war auch mein Problem, entgegnete Herak Markus und zog seine Hand zurück. Verwundert blickte ihn die Wurmelin an und sprach: Warum? Es war nicht gelogen, als ich sagte, dass die Götter mich schickten. Es war nur eine von 12 Aufgaben, die es für mich zu lösen galt, erklärte Herak Markus. Bestreitet ihr diese alleine? Erkundigte sich Vila mit ihrer sanften Stimme. Ja, ich hatte zwar einige Freunde gefunden, aber wir mussten uns trennen. Da erlöse ich die Aufgaben nun alleine, sprach der Held. Dann seid ihr ab jetzt zu zweit, erwiderte Vila bestimmt, aber dennoch bittend. Herak Markus betrachtete sie zuerst verwundert, doch als sie ihn ermutigend zunickte, begann er zu lächeln.